So, da sind wir wieder auf ein neues. Ja, also ich sag mal, wenn das jetzt nicht hinhaut, dann müssen wir heute mal ohne auskommen. Aber eigentlich habe ich alles so übernommen, wie es vorher auch war. Also sollte, hätte, müsste und so. Fahrradkette. Was? Ja. Okay. Genau, wie hieß die Datei? Legend. Ach so, auf dem. Ah ne, warte mal, Alertbox müsste aber eigentlich funktionieren. Das ist, also andererseits, es könnte auch einfach ein Streamlabs-Problem gerade sein. Also. Naja, Hauptsache, wir können daddeln heute. Dann, das ist das Wichtigste. So, ich stelle noch mal eben kurz das Joypad ein hier und dann müssen wir. Jetzt geht das. A. L. E. Start. So, dann wollen wir mal einfach. Jetzt fliegen mir die Ohren weg, das ist schon mal gut. Das heißt, der Sound ist da. Ich hoffe jetzt einfach mal sehr, dass wir. Gut. Hoffe mal einfach, dass das mit dem. Okay, das sieht sehr gut aus. Okay. Wunderbar. Okay. Das haut hin. Ja, das mit den. Also gut, diese anderen Twitch-Dinger, die werden ja trotzdem noch funktionieren, aber. Ja. Weiß nicht, warum der Sound nicht funktioniert. Eigentlich läuft das über Streamlabs und da habe ich überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendwas zu ändern oder irgendwas zu einzustellen oder was auch immer. Gut. Ich glaube, das war das, ne? War das? Was ist oben? Ja, irgendwie so. Anders nochmal. Muss man nicht hier irgendwie. Ah ne, ich glaube, man musste wirklich gerade nach oben gehen und dann ist man irgendwie da ins nächste Stockwerk gekommen. Irgendwie so. Ah ne, genau, hier war der Boss-Key. War das vielleicht da im roten? Ey, warte mal, der rote Teleporter ist ja ganz woanders. Groß ist der Tempel gar nicht, aber ich verlaufe mich trotzdem. Nochmal Moin, Prinz Heiterbu. So, hier, guck mal, da haben wir es. Harre, harre, nicht echt nicht schlecht. Seid gekommen, um die Zeremonie zu stören, doch ihr kommt zu spät. Ich hole mal das Mikro ein bisschen näher und hau dabei den Monitor um. So, da. Wenn die Glocke noch dreimal läutet, ist die Zeremonie beendet. Und mit dem dritten Glockenschlag werde ich Erzdämon und Vatis. Ja, und Zellert ist dann wirklich nur noch ein Stück Stein. Kirby wäre schöner jetzt aber. Keine Sorge, er ist der letzte Boss. Wenn wir damit durch sind, gibt es noch ein bisschen Kirby. Und dann daddeln wir sowieso erstmal Kirby. Ach verdammt, da ist ja ein Gegner. Bin so blöd, ne? Es sind aber auch die Gegner, die man. Weil die sind gegen nichts empfindlich, was man sonst hat. Ah, es geht ja schon super los hier. Erstmal ruhig wüten. Oh. Dunkler Tag in der Geschichte von Streamlabs. Das geht einfach nicht. Aber fand ich das sonst von Streamlabs so cool? Ja, doch, mit Sister müsste eigentlich noch da sein. Ja. Ja. Ja, was soll ich jetzt da noch dazwischen quatschen? Das macht ja keinen Sinn. Ach, nicht die schon wieder. Oh. Ja. Auch
das Schild hier. Stell's mir gerade so vor, wie irgendeiner, der Hauptentwickler dann so in einem Meeting sagt: Leute, ich habe die perfekte Idee, direkt vorm Boss. Ihr werdet es nicht glauben, wir nehmen einfach die gleichen Gegner wie vorher, die richtig scheiße waren, und nehmen gleich drei davon. Ja, und das direkt vorm Boss, das ist dann richtig so richtig. Ja, vor allem die halt einem die HP leer saugen, als wäre das nix. Ne, und die ganze Zeit immer mit Schild und diese starke Attacke, die kann man nicht abwehren. Aber seitlich laufen kannst du ja auch nicht schneller. Also, das kannst du es ja nicht ändern. Ja. Ah, ein Hoch auf Safe States, ich sag's, ey. Ja. Wenn die wenigstens kein Schild hätten. Ja, das ist halt zusätzlich noch scheiße. Ja, und die du kannst ja einfach dadurch, dass es 2D ist. Guck mal, was das für ein Schlag war gerade. Habt ihr das gesehen? Sorry, ich bin gerade in der Küche. Ja. Ich muss die Brezeln retten. Nein, sind perfekt. Er holt halt für einen Schlag auch gar nicht aus. Und er hat eine Range wie sonst was. Da traut man sich gar nicht anzugreifen. Schräg schlagen kannst du nicht. Wenn du Pech hast, macht er diese komische Wirbelattacke. Bist du da? Und vor allem diese ach so tollen Schwertmeister-Skills. Ach! Geil! Das ist ein tolles Element. Ich glaube, ich hole gleich die Cheats raus. Was ist los hier? Ja, genau! Das ist ja super. Das heißt, ich muss direkt nochmal wieder raus. Meine HP wieder neu machen. Ich bin gerade ganz froh, dass das Streamlabs kaputt ist. Ah, warum ist das kaputt? Ich verstehe das gar nicht. Also, ich hab ja sonst auch schon. Ich hab ja einfach mal den PC gewechselt und selbst da hat es alles sofort funktioniert. Ja, ich habe nichts gemacht. Die Sounds müssten eigentlich funktionieren. Ich benutze immer noch das gute alte Streamlabs OBS, also immer noch das gleiche wie der. Ich habe auch keine Einstellmöglichkeiten. Ich habe schon alles neu geladen und so. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Brezeln stehen auf dem Tisch. Ja, das ist lieb, danke. Also, das verstehe ich aber auch nicht so richtig. Also eben hatte ich aber gefühlt länger gebraucht. Aber ein Zeitlimit gibt es trotzdem.
genau. Ich brauche jetzt bestimmt noch grüne Glücksfragmente. So, soll ich Rambo machen und einfach wieder voll reinrennen wie letztes Mal auch? Ich habe so den Eindruck, mit Taktik kommt man hier eh nicht viel weiter. So schön, dass die so unverwundbar sind oft, ne? Das ist echt ein tolles Element. Aber ist das Beste im Spiel gerade. So, wie kann man das Spiel auf dem letzten Meter nochmal so richtig unerträglich machen? Können wir direkt nochmal eine Fee verbrauchen, damit wir für Vati am besten gar keine Energie mehr übrig haben. Toll! Das ist ein super Konzept. So, ich werde vor dem nächsten Kampf erstmal ein Safe State machen. Müsste mich ja ständig stören. Nun, das ist auch nicht weiter schlimm. War nicht sehr viel, aber ich habe genügend Force von Zelda erhalten. Nun kann ich zum mächtigsten Dämon der Welt werden. Doch zunächst will ich mich um euch kümmern. Ah! Stört mich nicht mehr. Ich werde euch eine Kostprobe meiner dämonischen machen. Da echt so, wenn man sich als Entwickler überlegt, wie kann ich den Spieler am meisten laufen vom Endboss? Ja, das ist wirklich ein Element, das wäre echt nicht nötig gewesen. Wir machen hier mal, hier ist. Das ist doch echt bescheuert. Vor allem, dass du schon so viel Energie verbrauchst. Ja. Du bist ja noch nicht mal da. Ja. Ich sag ja, wie kann ich den Spieler am meisten frustrieren vorm Endboss? Ja, wenn brauch diese doofen Ritter dann nochmal ein. Ja, vor allem. Genau drei auf einmal. Wenn du wenigstens irgendwas hättest, also vielleicht gibt es auch irgendeinen total geilen Trick und ich weiß es nur nicht. Was? Nein, nein, keine Sorge, ich habe nur meine Brezel. Ja, genau, das ist super. Ja, klar. Toll! Naja, wir haben Safe States. Zum Glück. Also ich habe das schon mal gesagt, weil also ich habe wirklich keine Skrupel, irgendwelche Cheats zu benutzen. Also ich kenne da wirklich gar nichts. Also müsste halt jetzt erstmal alle Fähigkeiten durchprobieren. Also irgendeine von denen wird auch funktionieren. Ja, also Pfeile bringen auch nicht. Raben wird wahrscheinlich auch nichts werden. Eine Bombe wird nicht. Ja. In den 90ern, ja. Aber man muss sagen, zu Zeiten von diesem Spiel gab es Cheats.
Es gab halt den Exploder oder den Action Replay. Und das waren dazu auch noch Zeiten, da hast du ja für so ein. Da hast du ja bei so einem Spiel. Okay, damit kann man diese schwarze Wolke wegmachen. Aber man muss auch sagen, diese Phase hier, in der wir sind, das wäre dann dein Spielstand für Wochen gewesen. So, das Feuer. Achso, nee, aber alle kannst du nicht kaputt machen. Okay. Also diese kleinen Kugeln kannst du kaputt machen. Ja. Also eher sich daneben stellen und nicht von unten angreifen. Genau, und das kommt. Thema Cheats habe ich schon mal gesagt, also da habe ich überhaupt gar keine Skrupel bei Singleplayer-Spielen Cheats. Also gut, ich finde Mehrspieler-Modus, das ist klar, da sollte man nicht bescheißen. Aber gerade bei sowas. Nur im Multiplayer cheaten. Das kommt mir aber ein bisschen. Ich weiß nicht, gerade dafür ist so ein Jungs so ein Monster zu cheaten. Ja, finde ich auch. Also. So. Macht er den Wettbewerb komplett lächerlich. Dann gut, du eben alle cheaten, aber dann kannst du es ja auch sparen. Ja, da geht es nur darum, wer mit den Cheats dann besser umgehen kann. Ja. Das haben wir auch schon mal gemacht auf der LAN-Party. Da haben wir halt so Aimbot und was weiß ich nicht alles verteilt. Und dann durfte halt jeder mit allen Hilfsmitteln spielen, die er meint zu brauchen. Aber das hat dir halt nicht geholfen gegen jemanden, der wirklich gut spielen kann. Also. Gerade so Aimbots, die sind einfach nicht so gut. Jemand, der das halt vernünftig. Echt geil, dieses sich in den Spieler reinporten. Das ist auch immer toll. Freut sich jeder drüber. Aber ich glaube, gegen das. Also, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es gegen das Feuer auch noch irgendwas gibt.
Ja, wirklich. Aber, Oh, der hat garantiert 1000 Phasen. Das, also das ist leider so ein Ding, da kann man nur Stück für Stück sich. Ja. Ein Hoch auf die Safe Stage. Wir können ja mal an der Stelle an Slot 2 sprechen. Ist das eine Katze oder? Ja, das ist eine Katze. Oh, das habe ich schon bei diesem einen Boss gehasst, da, bei diesem Roch da, bei diesen fliegenden. Diesen komischen Feldern da. Oh. Da kann man auf jeden Fall kaputt machen. Und ich schätze mal, der wird wahrscheinlich. Wird wahrscheinlich dann irgendwelche von den von diesen Kugeln da aufmachen oder färben oder so, genau. Ja, und die so. Muss man genau treffen. Ja, genau. Es war ja bei diesen Wochen doch auch so, der da die so fliegen. Ja, stimmt, ja. Wolkenlevel da. Ich finde das interessant, dass irgendwie die letzten Spiele, die ich kann die irgendwie antriggern? Nee. Vielleicht muss man das mittlere Auge erst mit treffen. Ah, probieren wir es mal. Aber geht das denn? Ah, man kann sie umdrehen. Ah. Ja, oder man muss muss sie der Reihe nach so. Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich. Man muss die roten finden und dann alle auf einmal angreifen. Ah. Das ergibt Sinn. Ah, und deswegen kriegt man auch so viele Pfeile hier. Ah. Ach, natürlich. Natürlich muss man auch noch Schaden kriegen, wenn man gegen diese Kristalle gegenkommt. Das wäre sonst langweilig. Aber da kriegen wir jetzt auch so ein bisschen die, also den Vorteil durch dieses Backtracking, was wir gemacht haben. Wir haben halt dadurch auch dieses schnellere Aufladen und sowas bekommen. So, das sind ja alles so Sachen, die wir dadurch freigeschaltet haben. Ach. Ah, komm schon. Die Phase ist besser, finde ich. Also die ist auf jeden Fall auch besser machbar irgendwie. Ich finde sowieso das größte, also das Schlimmste in diesem Spiel einfach, wenn du diese Ritter hast und dann auch noch mehrere von denen. Ich hab auch irgendwie den Eindruck, dass ich da noch irgendeinen Trick oder so übersehen habe. Ja, Dämon, ich bin mächtiger als alles andere. Ich kann auch nicht gegen ein Kind verlieren. War es natürlich noch.
Auch als ich zu Stein geworden war, konnte ich dich sehen, Link, in meinen Träumen. Ah ja. Buch ist offenbar gebrochen. Ein Glück, wir kamen doch rechtzeitig. Ah, natürlich war das noch nicht. Wenn ihr raus, loslauf. Oh, der Ausgang ist blockiert. Renn zur heiligen Stätte. Ich weiß zwar überhaupt nicht, wo wir lang müssen, aber ich schätze mal, es gibt sowieso nur einen Weg, den man jetzt auch gehen kann. Hier entkommt ihr nicht. Sollt die Kraft des Dämons, Svati, der das Force erlangt hat, erfahren. Das ist unser Safe Game 3. Gut, dass man sowas machen kann, ne? Also wir haben jetzt noch eine halbe Flasche Milch und noch zwei Feen. Es ist machbar. Das geht auch! Soll ich hier mal? Wir erstmal ausprobieren, was wir überhaupt machen können. Also rumpfen müssen wir uns auf jeden Fall, aber ich weiß noch nicht, was wir davon haben. Ist man das jetzt überhaupt? Ich glaube, das bringt uns hier jetzt aktuell noch gar nichts. Dann muss man ihn erst in einen Zustand versetzen, was bringt. Erd bringt hier nicht sehr viel. Vielleicht. Ah, okay. Das ist jetzt so ein Türmchen, wo man reinlaufen kann. Ah ja, als Minish. Eigentlich ist das ein ganz cooles Element. Ja, eigentlich war mir auch so, als ob der Bosskampf eigentlich sogar ganz cool war. Auf jeden Fall besser wie der von Ocarina. Nicht Ocarina of Time, hier. War es Ages oder was hat es an, wo das ätzend war? Oder fandest du das gar nicht als so ätzend? Welches jetzt? Ich weiß nicht mal, ob es Oracle of Seasons oder Ages war. Ach ja, die Bosse gingen gar nicht. Wirklich. Ja. Das war eine Katastrophe mit den Bossen. Ja, die Bosse waren wirklich echt mega Kacke. Scheiße. Ja, das. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ah, okay, die Anzahl der Viecher gibt quasi im Arm dann die HP. Mal wieder weg hier. Hi. Ah, diese Rollen sind eindeutig zu knapp. Okay, einmal kurz. Diesmal hat er sich dagegen gewehrt. Ja, zurück.
das ist eine gute Taktik. Hier, das funktioniert sehr gut. Wenn man einen so gegen die Wand hauen kann. Okay, das funktioniert noch nicht. Der Einsatz dafür kommt wohl noch. Aha. Oder man muss die Kugeln zurückwerfen irgendwie. Jetzt kommen. Ja. Okay, also hier ist das Schwierige, durchzuladen, diesem großen Angriff. Ah. Dem wilden Angriff mit allen Charakteren ausreichend auszuweichen. Dass man dann diesen gebündelten, dass man den wieder da rückwerfen kann. War aber nett zu uns. Wieso Cheater? Das war jetzt noch nicht gecheatet. Ich habe mir nur Rücksetzpunkte gemacht. Also, da muss ich mal an einen bei mir in der Schule damals denken. So, da war es mit dem Internet noch nicht so. Ne? Und dann hatte man Internet-AG und sowas. Und dann kam der Spruch einfach so, man sollte halt nicht so viel runterladen. Und dann meinte er nicht, ich downloade nicht, ich speichere nur. Man dem Frieden trauen? Ich sehe es da noch nicht so. Link, schön, dass dir nichts passiert ist. Du hast Vati besiegt. Das glaube ich auch noch nicht so. Das ist gut. Wir haben so viel verloren. Das Schloss, all die Menschen. Oh! Ein Riesenminisch. Ach, wer hätte das gedacht? Da nun Vati besiegt ist, ist auch sein Fluch von mir gewichen. Mein Name ist Ezio. Ich bin der Weise von Tilo. Ich weiß, der die Mütze des Hexenmeisters erschaffen hat. Ezio! Genau. Meine Schwäche hat den Menschen viel Leid gebracht. Bitte verzeiht mir. Viele Menschen mussten sterben. Das Schloss ist zerstört. Doch gebt die Hoffnung nicht auf. Da auch ich meine ursprüngliche Gestalt zurückerlangt habe, lässt sich mit Zeldas Force und der Mütze vielleicht noch etwas ausrichten. Wenn ein aufrichtiger Mensch sie trägt, entfaltet die Mütze ihre wahre Kraft. Nun denn, Zelda. Bete inbrünstig für deinen Wunsch. Und wenn sie jetzt böse ist, dann haben wir verkackt. Dann zeigt Zelda ihr wahres Gesicht und dann haben alle verkackt. Ah, das Schloss steht wieder in seiner alten Pracht. Die Menschen sind vom Fluch befreit. Alles ist wieder wie vorher. Ich spüre die Lebenskraft überquellt. Selbst die magische Mütze erzittert vor solcher Energie. Mütze heißt Mütze der Wünsche. Sie erfüllt die Wünsche des Trägers. Ach was. Wer Vati so ein böses Herz hatte, wurde er zu einem Dämon. Zeldas Wunsch und die Kraft des Force konnte ein Wunder vollbringen. Und verschwindet das jetzt? Verschwindet die heilige Stätte? Ja, die Zeit des Abschieds scheint gekommen. Das Tor von Tiloria, das sich nur alle 100 Jahre öffnet, schließt. Kehre zurück nach Tiloria. Weißt du, durch meine Schuld geschah viel Leid, doch das Böse ist besiegt. Und Zelda erstrahlt Hyrule wieder im alten Glanz. Im ganzen Glanz. Doch.
Link, unsere gemeinsame Reise hatte durchaus vergnügliche Seiten. Der Abschied stimmt mich ein wenig traurig. Nimm bitte dieses Geschenk. Sieht gleich viel besser aus. So sehe ich dich zum ersten Mal. Aber sie steht hier, kleine Held. Alles gut. Lebe wohl. Warum kann er einfach durch die Tür gehen und ich als Minisch konnte das nicht? Konnte halt über diese Stufe nicht rüber. Halt, sei mal nicht so pingelig. Aber ehrlich gesagt, also eigentlich finde ich, der Kampf war durchaus ganz cool gemacht, so mit, dass man verschiedene Elemente nochmal benutzen musste, aber. Ja, komisch, Link müsste auch einen Teil haben, ja. Aber ich glaube, es kommt auch drauf an, welcher Link das ist. Ja. Ich, mal ganz ehrlich, das Schlimmste an dem Bosskampf war ja nur eindeutig dieser Kampf gegen diese drei Ritter am Anfang. Also die erste Phase war schon, naja, ein bisschen ätzend, aber... Ja, wobei, die haben's in diesem Spiel richtig gemacht. Die Phasen wurden nach hinten hin leichter. Also wenn ich an hier... Was war denn das mit dem Drachen? Ich glaube, dass das Seasons war, mit diesem komischen Drachen, wo du auf diese Hände springst. Oh, das hat so lange gedauert. Da habe ich ja auch Safe Stats benutzt und es hat so lang gedauert. Ja. Dann habe ich auch gedacht, das gibt's ja wohl nicht. Ey, wie oft muss man den denn treffen? Du machst ihm ja kaum Schaden. Und dann selber macht er ja auch ständig so Angriffe, dann wischt er rüber, dann haut er in die Mitte oder irgendwie sowas. Ja. Und du kannst ja da auch keine Blöße geben. Du hast ja nicht wie in dem Spiel hier vier Flaschen oder so. Ich glaube, zwei hatte man da, oder? Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Ich weiß, war doch nicht mehr. Oh ja, auf jeden Fall weniger. Ja, das, das war besser hier. Hätte ich gewusst, dass da nicht so viel kommt, hätte ich gar keine Safe-Stats benutzt. Zurücksetzen haben wir ja eigentlich jetzt gar nicht wirklich gebraucht. Einmal. Ezio! Das mit dem Schleim fand ich auch interessant. Also, sonst wenn man groß ist, ist das einfach nur, ne, jetzt knallt man halt bei ihm an die Gegner Seite. Quasi. Allgemein dieses Konzept von hier sich schrumpfen, manche Rätsel als kleiner Link, manche als großer Link, das ist, fand ich in dem Spiel eh ganz cool. Ja. Das Element mit den Fragmenten, das hat mir auch gut gefallen. Ja. So, das war ein echt gutes Konzept. Aber das mit den Muscheln war ein scheiß Konzept. Ja, das stimmt leider. Aber das ist halt auch so. So, die testen halt in den verschiedenen Spielen auch mal verschiedene Sachen aus. Ja. Jetzt so bei Minish Cap haben sie das Konzept mit dem Schrumpfen drin. Das kam nie wieder, aber es war eigentlich ein gutes Konzept. Ja. Das, fand ich ein bisschen schade, das hat man irgendwie nie wieder gesehen. Auch die Minish gab's nie wieder. Ist halt, ja. Und was kriegt man jetzt? Master Mode oder? Achso, da hat man jetzt so ein Dreieck. Wenn man jetzt nochmal. Achso, jetzt könnte man den Boss nochmal machen, wahrscheinlich. Naja, gut, ach. Ich finde, das ist schon okay. Dann wechsle ich einmal kurz. Dann mache ich mal kurz hier die Aufnahme zu Ende. Für alle bei YouTube, die das sehen, ja, sage ich mal danke fürs Einschalten und
mitmachen und so. Ihr wart bestimmt auch so dabei. Und Kommentare hinterlassen, ganz wichtig.